Moin moin liebe Werder-Fans hier vom Osterdeich. Ja, Werders neue Nummer 2 ist da, Stefanos Capino. Der hat sich eben gerade hier bei einer Pressekonferenz erstmals vorgestellt. Hat, wie ich finde, einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, sehr lockerer Typ, der aber durchaus auch weiß, was er vorhat hier in Bremen. Also auf ewig die Nummer 2 bleiben, das ist dann auch nicht so seins. Gleich zum Einstieg haben wir natürlich erstmal gefragt, warum er sich eigentlich für Werder entschieden hat. Und da sagte er Folgendes. I expect first of all to be part of the team as soon as possible, and after that I am confident that I can give a lot of things in the team. I want to help Pavle from my position, I want to help the team, and when the team needs me I'm sure and I'm confident that I can help them. Capino hat übrigens auch verraten, dass er durchaus auch Angebote von anderen Vereinen hatte aus niederen Ligen. Am Ende hat er sich ja trotzdem dann für Werder entschieden und warum, hat er uns auch erklärt. As I told you, it wasn't so easy to move from my ex-team, and also Werder is Werder. You know, I prefer to be here and to try to be the number one. It's something that I'm more ambition to be in a top club than to go to a small club like number one. I think that I can, in terms of time, in the future, I can be the number one here. So the potential are really, really nice here, and I'm very confident that I can handle it. So it was the best choice for me, and I'm really glad that I'm here. Das vergangene halbe Jahr, das hat Capino bei Nottingham Forest in der zweiten englischen Liga verbracht. Und obwohl er da kaum gespielt hat, sagt er, dass er den Wechsel dorthin nicht bereut. I don't regret because I had to go there. So because the things that happened in Olympiacos last year, I couldn't stay more in the club, so I had to go in England. So it wasn't, you know, I didn't have many options, you understand what I mean? So I had to go. So, you know, I don't regret it. It was a good experience. I train good. I see other things. I play some games. So I meet other cultures. So it was okay. It was okay. No, I don't regret it. In Deutschland ist der Grieche natürlich noch nicht so bekannt, auch wenn er schon mal bei Mainz 05 unter Vertrag stand und dort sogar 2 Bundesligaspiele gemacht hat. Entsprechend war natürlich auch die Frage naheliegend, was er denn meint, was eigentlich seine Stärken sind. I'm tall and I'm really fast, I think, for my height. And in the goal I think also I'm really fast. So I'm strong. I hope goalkeeper coach can answer in this question, so I think that my strength as a keeper. Ebenfalls immer eine sehr gern gestellte Frage bei solchen Spielerpressekonferenzen ist natürlich die Frage nach den Vorbildern. Und auch da hat Capino einige Namen genannt, die man durchaus kennt. Like Buffon was one, Van der Sar was one, Neuer is one. Neuer is, I think, is the most complete keeper in the world. And that's these three, I think. Ja, ich hoffe, ihr kennt Stefanos Capino jetzt ein bisschen besser. Man muss ja eh mal abwarten, er ist ja gerade erst neu hier, also da wird sicherlich noch in Zukunft ordentlich Gelegenheiten geben, ihn besser kennenzulernen. Ob er denn auch wirklich oft spielen wird, das ist dann natürlich eine ganz andere Sache, das muss man sehen. Ihr werdet es spätestens natürlich bei uns in der App erfahren, wir werden das alles begleiten. Bis dahin, ciao, ciao.